So, nächste Session, oder? Felix, weiter geht's. Weiter geht's, jetzt ja. Jetzt mit also, einer wirklich scaled Agile-Geschichte. Ja, so ein kleines Startup. Also sie haben jetzt so ein, zwei Jahre hinter sich. Also es geht um 3-4 Teams. Sind dann irgendwie die Kollegen, die das Telefon am Laufen halten und andere Dinge machen. Telekom. Und da wird Ralf und Volkert, wenn ihre Geschichte teilen, ihren Weg teilen und ein paar Tipps geben, was man tun sollte und was man vielleicht nicht tun sollte. Sie werden sich jetzt auch nochmal selbst vorstellen, sind also live dabei. Wir kriegen dann aber allerdings einen Vortrag aus der Konserve und dann dürft ihr sie euch krallen im Q&A. Ich habe den Vortrag schon gesehen. Da gibt es ziemlich viele spannende Ideen. Aber sollen die zwei mal willkommen, ihr beiden. Leg los. Ja, also hallo, hier ist der Ralf, Ralf Diflip. Die genaue Vorstellung kommt gleich nochmal in dem Video. Wir freuen uns drauf, hier zu sein und nach dem Video dann eure Fragen zu beantworten. Sind wir echt mal gespannt, das Ganze dann live und in Farbe und nicht vom Video. Ja, mein Name ist Volkert Kantner. Ich kann einfach nur dazu ergänzen, dass unser Vortrag ein bisschen Mut machen soll, dass man auch in einer großen, großen Firma mit mehr als 10.000 Angestellten tatsächlich Safe einführen kann und da zu Erfolgen kommen kann. Und auch mal zeigen, was so ein Lean-Portfolio-Ansatz tatsächlich für so eine Firma bringt. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir freuen uns auf eure Fragen hinterher. Hallo, willkommen und danke für euer Interesse an unserem Vortrag. Wir möchten heute über eine Safe-Transformation bei einem großen deutschen Telekommunikationsprovider berichten. Und was zunächst wie eine Mission Impossible aussah, hat sich mittlerweile zu einem Vorbild für viele Unternehmensbereiche der Deutschen Telekom gemausert. Vielleicht ist es ja doch richtig, wenn es heißt, Elefanten können tanzen. Mein Name ist Volkert Kantner und bis vor kurzem war ich als agiler Coach bei der Telekom IT GmbH, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom in Deutschland, beschäftigt. Mein Kollege Ralf Diflip und ich werden darüber sprechen, wie Safe uns und unsere Kolleginnen inspiriert hat, den Weg zu einer schlankeren und agileren Unternehmung zu gehen. Ich persönlich habe 20 Jahre bei verschiedenen Unternehmungen der Deutschen Telekom gearbeitet. Zunächst als PMI-zertifizierter Projektmanager, dann als Six Sigma Black Belt. Und 2010 habe ich meine agile Entwicklung begonnen, als ich mich zum CSM habe ausbilden lassen. Als SPC bin ich jetzt seit rund 2,5 Jahren tätig und habe die Safe-Transformation bei der Tel-IT mitgestalten können. Meine Schwerpunkte waren dabei Trainings und die Arbeit in unserem unternehmensweiten Lace-Team. Ralf, magst du dich kurz vorstellen? Na klar, ich bin Ralf Diflip. Ich arbeite seit 8 Jahren als agile Coach bei der Telekom in Darmstadt. Davor war ich als Manager für Entwicklung und Betrieb eine 24/7-Shop-Plattform tätig mit PMP-Projekthintergrund. Gestartet habe ich meinen agilen Weg mit dem Coaching einzelner Scrum- und Kanban-Teams und bin dann immer mehr in die Skalierung hineingerutscht. 3, 5, 8 Teams, das war meine Zeit bei der T-Systems im Automotive-Bereich bei BMW und bei Daimler. Das Coaching in komplexen Umgebungen gehört mittlerweile zu unserem normalen Geschäft. Aber erst in den letzten 2 Jahren mit unserer Reise nach Safe oder zu Safe habe ich erfahren, was es bedeutet, ein Change Agent zu sein. Davor war das ein Bullet Point in meinem Jobprofil. Später mehr dazu. Mein augenblicklicher Schwerpunkt liegt im Lean Portfolio Management und im Coaching auf der Fachseite. Als Telekom IT GmbH entwickeln und betreuen wir innerhalb der Deutschen Telekom eine Vielzahl von OSS- und BSS-Systemen. Diese Systeme werden benötigt, um unsere Festnetz- und Mobilfunkverträge zu verwalten und in den verschiedenen Produktwelten anzubieten. Hier ein paar Beispiele. Wir betreuen die Webseiten der Telekom.de und unsere Telekom-Shops, die T-Punkte. Wir entwickeln Applikationen für unsere Hotline-Agents und für unsere Kunden in Self-Management-Portalen.
Wir verwalten das gesamte Inventar der Kupfer- und Glasfaserbasierten Infrastruktur innerhalb Deutschlands. Und wir verwalten, wir verantworten die gesamte Buchungskette für Business-Kampagnen. Außerdem stellen wir den Support für unsere Servicetechniker vor Ort sicher. Hier in dem Chart könnt ihr sehen, unsere Firma ist derzeit in 35 deutschen und 6 internationalen Standorten vertreten. In Summe sind wir mehr als 10.000 Beschäftigte mit einem Durchschnittsalter von 52 Jahren. Diese Standorte wurden und werden in traditionellen hierarchischen Strukturen gemanagt. Das Arbeiten in verteilten und international gemischten Teams ist Teil unserer täglichen Routinen. Wie viele Firmen haben wir Probleme mit der Sprache, denn auch für unsere russischen oder brasilianischen Kollegen gilt, Englisch ist nicht deren Muttersprache. Hier noch ein paar weitere Zahlen. Unser Budget bei der Tel-IT beträgt 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Wir verwalten die Daten von ca. 38 Millionen Kunden, betreuen 12.000 Server, kümmern uns um ca. 800 bis 1.000 Applikationen, die vielfach selbst erstellt sind. Wir sind verantwortlich für die Funktion von 142.000 IT-Arbeitsplätzen innerhalb der gesamten Telekom AG. Ihr seht, wir arbeiten in einem komplexen Umfeld und die Idee, das Ganze zu agilisieren, erschien uns am Anfang als Mission Impossible. Okay, als erstes habe ich euch hier eine kleine Timeline mitgebracht, die die wirklich wesentlichen Meilensteine unserer Transformation zeigt. Im Grundsatz begann alles schon 2018 mit einem Programm, das IT at Motion genannt wurde und das eine Kulturinitiative unseres neuen CEO Peter Leukert war. Er wollte damals ein Zeichen setzen, dass eine Veränderung begonnen hatte und dass die Mitarbeiter sich an diesem Veränderungsprozess beteiligen sollten. Das kam eigentlich sehr gut an. Auch das Management sollte Aufmerksamkeit und es war interessant und erfrischend zu sehen, wie sich die Mitarbeiter mit den Ideen, was und wie sich zu verändern hatte, beteiligten. Aber diese Initiative war nur der Auftakt und noch gar nicht Teil der Safe-Transformation. Diese Initiative war jedoch enorm wichtig und ist in 12 Workstreams auch heute noch aktiv und unterstützt die Safe-Transformation weiterhin. Wir wollen hierauf jetzt nicht näher eingehen, sondern Ralf wird gleich mehr über unser Trainingsprogramm berichten. Wir werden im Rahmen dieses Vortrags auch nochmal erläutern, warum wir uns für SAFE als dominantes Skalierungsframework entschieden haben. Wir haben noch andere im Einsatz, aber SAFE ist sicherlich unser dominantes. Da unser Management uns plötzlich vor die Aufgabe gestellt hat, mit der Implementierung von 19 Agile Release Trains parallel zu beginnen, ergaben sich einige Besonderheiten unserer Transformation. Die Erfahrung aus diesem Ansatz werden wir auch gleich berichten. 19 Arts, das war eine große Anzahl. Aber dem lag die Annahme zugrunde, dass der reguläre Ansatz, einen Art nach dem anderen zu starten, für eine Firma dieser Größenordnung viel zu lange dauern würde. Was wir auch darstellen wollen, ist der Umschwung, der durch die Einführung eines von SAFE geprägten neuen Finanzierungsmodells und ein neuer Portfolioansatz in 2019 gebracht haben. Wir sind zwar in 2020 immer noch dabei, diese Prozesse vollständig zu implementieren, doch der Einfluss ist schon sehr deutlich und hat uns sehr geholfen, ein agileres Unternehmen in vielen Bereichen zu werden. Zum Schluss, aber gar nicht unwichtig, zeigen wir, wie das neue Finanzierungsmodell uns aufgestellt hat für eine Reorganisation, die dadurch auch eine neue Bedeutung bekommen hat. Und in 2021 müssen wir nach dieser hektischen Phase am Anfang mal etwas aufräumen. Daher müssen wir Gas geben. Oder mit SAFE gesprochen, we need to accelerate. Am Ende der Präsentation werden wir auch noch kurz über den Einfluss von Corona berichten, der unsere Teams derzeit beschäftigt. Lasst uns eintauchen. Und hier ist unser Ausgangspunkt. Eine Wasserfallwelt in einer rigiden Organisation mit vielen Führungsebenen. Die Organisation war durch eine ganze Reihe von Reorganisationen und Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren gegangen. Daher war es kein Wunder, dass die Mitarbeiterzufriedenheit und das Engagement des Einzelnen gering war. Natürlich waren auch die Fachabteilungen unzufrieden mit der Time-to-Market generell und Inhalten der Releases im Speziellen. Wir hatten ja auch einen Planungshorizont von rund 16 Monaten für die Releases und die meiste Software konnte nur in einem von drei großen Deployments im Jahr den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Wir hatten natürlich begonnen, Scrum-Teams in der IT-Landschaft zu platzieren. Aber diese Teams arbeiteten stark verstreut und waren in permanenter Gefahr, von den sie umgebenden Wasserfällen buchstäblich ertränkt zu werden. Der alte anforderungsbasierte Budgetprozess, bei dem das Budget an die Anforderungen gekettet ist, hat ebenfalls nicht geholfen. Die Stabilität der Teams war ein immer wiederkehrendes Thema. So gab es keinen nachhaltigen, agilen Fortschritt und die vereinzelten Scrum-Teams gaben entweder auf oder konvertierten zu agil dem Namen nach Teams. Zur gleichen Zeit gab es nur 10 agile Coaches, die versuchten, 10.000 Angestellten Agilität zu erläutern, sie zu coachen und zu trainieren. Die Situation war insgesamt ziemlich unbefriedigend. Okay, Ralf, was waren unsere Learnings? Also wie Volker schon gesagt hat, waren wir ein sehr prozessorientiertes Unternehmen und das Zusammenspielen zwischen der Wasserfallwelt und der agilen Welt ist nicht einfach. Besonders am Beginn einer Transformation, in der die Wasserfallanteile überwiegen. Damals haben wir als ersten Ansatz einen speziellen Finanzierungsprozess für diese agilen Teams etabliert. Dies war notwendig, da wir vielfach, wie in anderen Unternehmen auch, die Finanzierung der Teams, dass die anforderungsorientiert waren. Das bedeutet, die Anforderung hat das Geld zur Umsetzung mitgebracht, aus dem diese Teams finanziert wurden. Mehr Geld, größere Teams, toll. Aber was passiert, wenn die Anforderungen irgendwann mal weniger werden? Ihr habt außerdem gehört, wir waren nur 10 Coaches. Daher war eine wichtige Fragestellung bzw. Strategie, wie bekommen wir mehr agile Multiplikatoren, die ein solides und belastbares agiles Mindset haben? Zu diesem Zeitpunkt wurde die Idee geboren, Agile Academies ins Leben zu rufen. In diesem Slide hier könnt ihr sehen, wie viele wir inzwischen haben. Ich fange aber mal vorne an. Unsere erste Zielgruppe waren die Scrum Master. Wir haben ein 8-wöchiges Trainingsprogramm für diese Scrum Master aufgesetzt mit zusätzlichen Techniken wie Moderation, Mediation, Coaching, spezielle Mindset-Übungen, mehrere Retrospektiven und viele, viele praktische Übungen. Hierbei war eine große Herausforderung, HR oder dem Linienmanagement die Bedeutung eines mehrwöchigen Mindset-Moduls zu vermitteln. Mindset ist ein sehr zentraler Punkt. Das Resultat war, dass diese Scrum Master sofort von der Organisation akzeptiert wurden. Man könnte sagen, sie sind regelrecht aufgesaugt worden. Bis heute haben wir mehr als 230 Scrum Master in dieser Form ausgebildet. Und der Bedarf ist immer noch nicht gedeckt. Die Qualität des Ausbildungsprogramms per se war so überzeugend, dass wir jetzt viele Trainingsprogramme Programme für mehrere agile Rollen haben, inklusive der speziellen Safe-Rollen. Wie ihr sehen könnt, links in dem Chart, haben wir jetzt Academies für DevOps-Engineers, Product-Owners, RTEs, SPCs und für Entwickler. Weitere Ausbildungsgänge sind in Vorbereitung. Und alle diese Einheiten haben das mehrwöchige Mindset-Modul am Anfang. Die Organisation dieser Initiative war nicht immer einfach. Besonders die Bereitstellung von Budget war eine Herausforderung und das gesamte Programm musste mit dem Betriebsrat verhandelt werden. Dies war vor allem der Grund, warum ich eingangs sagte, ich wüsste nun, was es bedeutet, ein Change Agent zu sein. Ja, danke dir, Ralf. Und hier ist mal eine kurze Zusammenfassung, was wir gelernt haben. Das Erste ist, es ist eine exzellente Idee, in diese Ausbildung nicht IT-Personal mit einzubeziehen. Wir hatten Mitarbeiter von HR, von Finance, von Procurement und sogar den Betriebsrat in den Klassen und haben sie auch als SPCs ausgebildet. Als wir Safe 5.0 bekommen haben, fanden wir die gleichen Ideen auch in der Agile Team Sections vermittelt. Nach unseren Erfahrungen werden diese Kolleginnen nicht wirklich in der Kapazität eines SPCs arbeiten, aber sie sind glaubwürdige Multiplikatoren des Safe Know-Hows in ihren Bereichen und Abteilungen. Das ist ganz zentral wichtig. Zweitens kann es irgendwie nicht oft genug betont werden, dass das Training eines agilen Mindsets sehr wichtig ist. Zudem wird in dem Zusammenhang das Teambuilding gefördert und es bildet sich so eine Art Chorgeist, der Zusammenhalt und Heimat bietet.
Der Erfolg unserer Communities of Practice wird auch dem Umstand zugeschrieben, dass die Leute sich als Teilnehmer der Agile Academies anerkennen, sich gut kennengelernt haben und sich daher gegenseitig unterstützen. Auch war es eine wichtige Erfahrung, dass es in Deutschland notwendig ist, den Betriebsrat frühzeitig und umfassend zu informieren und einzubeziehen. In Deutschland ist das für den Aufbau interner Trainings sogar vom Gesetzgeber her vorgeschrieben. Ralf. In 2018 haben wir als agile Coaches tatsächlich versucht, Anfang 2018, ein eigenes Skalierungsframework für die Telekom zu entwickeln. Das sogenannte TASC, Telekom Agile Scaling Concept. Aber bei dem Versuch ist es dann auch geblieben. SAFe hat sich sehr, sehr schnell durchgesetzt. Es ist sehr gut dokumentiert. Unsere Kollegen konnten sich in ihren neuen Rollen im Big Picture sehr gut verorten. Auch das Management hat schnell interessante Positionen identifiziert für sich. Und speziell fürs Management war es wichtig, dass wir eine große Unterstützung durch Consulting-Firmen auf dem Markt für SAFe erhalten haben. Insbesondere am Anfang. Ne? Ganz am Anfang. Im November 2018 haben wir unseren Tipping Point erreicht. Und wir starteten mit einem Big Bang. Initiiert durch unseren CEO Peter Leukert wurden 19 HRs parallel aufgesetzt, die wir in der Telekom-Welt als Digital Hubs bezeichnen. Sie wurden auf Basis von Essential SAFe gegründet. Wir dachten zunächst, dass alle diese Digital Hubs am Anfang stünden. Nach kurzer Zeit wurde klar, dass diese Arts auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Implementation Roadmap waren. Die magentafarbenen Punkte auf der Grafik sollen euch hiervon einen Eindruck vermitteln. Aufgrund der hohen Anzahl von Arts, die gleichzeitig gegründet wurden, haben wir uns für einen sehr dezentralen Ansatz in Bezug auf unser Lace entschieden. So hat jeder Art sein eigenes Lace-Team gegründet. Zusätzlich gibt es aber den sogenannten Transition Service, das ist das Dreieck mit der Pflanze drin, der hauptsächlich mit dem Support der Business Owner und dem Best Practice Sharing befasst ist. Als wir uns einige dieser Arts nach einer gewissen Zeit näher angesehen haben, erinnerten sie uns teilweise an Zombies oder wir haben immer Zombie-Arts gesagt. Das war sicherlich geprägt durch Walking Dead, was damals gerade im Fernsehen sehr aktuell war. Quasi diese Arts waren ohne Herz, ohne validen Value-Stream oder manchmal ohne Hirn, also agil angestrichener Wasserfall, der Volker hat es vorhin gesagt. Wir haben dann in der nächsten Folie, genau, wir haben dann in der nächsten Folie uns entschlossen, den sogenannten Maturity Check einzuführen für neu zu gründende Arts. Das sind 10 Minimalkriterien. Diese werden in einer Runde von Experten aus verschiedenen Fachbereichen geprüft, die einen vertiefenden Blick in die individuelle Situation des Arts werfen, zusammen mit den Verantwortlichen natürlich. Zum Beispiel, wie sieht euer Architectural Runway aus oder was hat eure Value-Stream-Analyse ergeben? Ja, hier sind nochmal einige Learnings daraus. Das erste ist, wir haben ganz deutlich gemerkt, dass man die Value-Stream-Analyse nicht auslassen kann. Wenn man das versucht, dann sind die Arts ohne zentrale Informationen über ihren Zweck, ihre Kunden und ihre Stakeholder. Und dann wissen Sie zum Beispiel in der Folge nicht, wen Sie zur PI-System-Demo einladen sollen. Und das macht natürlich diesen Event viel weniger nützlich. Alle Arts, die ich kenne und die diesen Schritt ausgelassen haben im Laufe der Zeit, mussten hier nacharbeiten. Und derzeit beobachten wir auch einige Nachfrage nach der Wiederholung der Value-Stream-Analyse, weil sich der erste Schritt als unbefriedigend herausgestellt hat. Wenn zum Beispiel Abhängigkeiten nicht richtig erkannt wurden oder die Arts einfach zu groß geschnitten wurden. Für uns ist das ein gutes Zeichen, denn es ist schwer, das im ersten Anlauf richtig hinzubekommen. Vielfach wird das Big Picture jetzt auch einfach als Referenz genutzt, wobei der Blick in das Big Picture den Ausgangspunkt für Diskussionen liefert. Es ist an der Stelle fast wie ein Wiki, wie ein agiles Wiki zu nutzen. Ja. Aber Ralf, du kannst uns jetzt noch mal etwas erzählen über die Entwicklung unserer Time to Market. Sicherlich eine meiner Lieblingsfolien in unserem Vortrag. Wie Volker bereits erläutert hat, hatten wir einen Entwicklungsprozess
von rund 16 Monaten, aufgeteilt in 4 Phasen für unsere Wasserfallprojekte. Das Ganze ist oben als blaue Kästchen dargestellt. Aufgrund der Synchronisation zu unseren neuen SAFE-orientierten Digital Hubs, hier grün dargestellt, mit ihren 3-monatigen PI-Zyklen konnten wir unsere Wasserfallphasen bereits um einen Monat kürzen. Das reduziert natürlich unsere Time to Market. Wir konnten aber noch mehr erreichen. Wenn es keine Wasserfallabhängigkeiten gibt, dann können die ARTs ihre Minor Releases gegebenenfalls zusammen mit anderen Hubs oder ARTs selbst organisieren. In dem Bild ist das zu sehen durch die gestrichelten Linien innerhalb der grünen Kästchen, die quasi jederzeit zwischendrin organisiert werden können, diese Releases. Und wenn niemand anderer involviert ist, also keine Zusammenarbeit zwischen 2 Hubs, dann können diese Hubs über ihre Releases selbst bestimmen. Am Ende haben wir in Summe viel mehr erreicht als nur eine 25-prozentige Verbesserung der Time to Market. Im besten Fall kann eine Anforderung heute innerhalb von 4 Wochen geliefert werden. Na gut, dann wollen wir jetzt nochmal über die finanziellen Aspekte sprechen und einen genaueren Blick darauf werfen, wie uns Controlling geholfen hat. Denn auch Controlling war unzufrieden mit den alten Budgetprozessen. Und eine Untersuchung hatte sogar ca. 500 Defizite in diesem projektbasierten Ansatz gezeigt. So Finance, nachdem sie sich einige Inspirationen aus dem Studium des SAFE Frameworks geholt hatten, kam mit neuen Ideen und das Ergebnis ist, wie wir als Teller-ID den Gedanken von SAFE Portfolios derzeit am besten umsetzen. Dazu haben wir in einem ersten Schritt alle unsere Applikationen in eins von nur so 22 sogenannten Canvas-Elementen einsortieren. Der Name Canvas zeigt ihre Abstammung so aus der SAFE-Sprachwelt, auch wenn sie nicht identisch zur Idee der Business Model Canvas of SAFE sind. Der Zweck eines Canvas-Elementes ist es jetzt, Business Capabilities zu entwickeln. Die Fähigkeit, und hier weichen wir ganz sicher von SAFE ab, kann bei uns entweder ein Kernprodukt sein, zum Beispiel Mobile Access oder TV, eine geteilte Fähigkeit, die von mehreren Kernprodukten genutzt wird, wie Billing oder Logistik, oder für uns auch nicht zu vernachlässigen, ein interner Service wie Workplace Management. Zur Erinnerung, wir betreuen mehr als 140.000 Arbeitsplätze. Das Canvas-Element bekommt das Budget zugesagt für das gesamte Jahr. Diese Zuordnung erfolgt aufgrund von früheren Erfahrungen und von aktuellen strategischen Entscheidungen für die kommende Periode. Die Canvas-Elemente wiederum finanzieren ihre assoziierten ARTs und Applikationen basierend auf der sicherlich häufig validierten Annahme, dass es mehr Arbeit als letzten Endes Kapazität gibt. Das ist eine sehr bedeutsame Vereinfachung unserer Landschaft und verlangt ein vertrauensvolles Zusammenarbeit mit der Fachseite, die zum Beispiel durch die Transparenz in dem Prozess gefördert wird. Es hat auch zu stabileren Teams geführt, was aus agiler Perspektive betrachtet immer anzustreben ist, aber im alten Aufbau selten erreicht werden konnte. Lass mich kurz zeigen, welchen positiven Einfluss dieses Modell auf einen der identifizierten Druckpunkte hatte. Die Kapitalisierung selbsterstellter Software in der Unternehmensbilanz. Es war erforderlich, zunächst einmal, dass jeder Mann, jede Frau auf monatlicher Basis einen Report anfertigen musste, um aufzuzeigen, ob Arbeitszeit produktiv, das heißt CAPEX, oder unproduktiv, also known as OPEX, zu verbuchen war. Zwar ist es noch nicht ganz implementiert, aber in naher Zukunft werden wir ein festgelegtes Verhältnis von CAPEX und OPEX haben und die Aufschreibungen werden obsolet. Unsere Buchhaltungselemente sind dann nicht mehr die Applikation oder das Applikationsrelease, sondern der ART und das PI, was wiederum die Buchhaltung vereinfacht. Diese Änderungen umzusetzen war für unsere Kollegen im Controlling anspruchsvoll. Das waren nicht einfach nur die Wirtschaftsprüfer von dieser Veränderung zu überzeugen, das war einfach nicht simpel. Auch die Auswirkungen auf Seiten der Steuergesetzgebung des Aktienmarktes mussten selbstverständlich berücksichtigt werden. Wie funktioniert das jetzt nun operativ? Nun, die Canvas-Elemente etablieren einen Lean-Portfolio-Management-Prozess und managen ihr Portfolio durch Priorisierung oder Depriorisierung von neuen oder geänderten Anforderungen, je nach der verfügbaren Kapazität des Canvas. Dieses aktive Management ist notwendig, da die Kapazität eines Canvas normalerweise nicht geändert wird. Budget ist fix, der Scope ist die variable Größe und so denken wir, sollte es in einem agilen Setup sein.
Und es ist sicherlich kein Wunder, dass die Controller dieses Vorgehen ebenfalls lieben. Die priorisierenden Themen werden dann den Arts im Canvas zur Implementierung via Pull-Prinzip gegeben. Und die Effekte waren unmittelbar sichtbar. Die Personen, die in den Portfolio-Prozessen tätig waren, berichteten mehr oder weniger enthusiastisch, dass von Tag 1 an das zu vertraute und zeitraubende Falschen über Budgets beendet war und einer Diskussion über Funktionalitäten, Wert vor Kunde und Prioritäten Platz gemacht hatte. Das war in der Tat eine große Verhaltensänderung. Ja. Die Integration von Anforderungen über verschiedene Canvas-Elemente hinweg wird jetzt durch eine neue Rolle umgesetzt, die wir selbst geschaffen haben. Wir nennen sie Business Epic Owners. Wenn eine große Anforderung die Koordination zwischen mehreren Canvas-Elementen erfordert, dann ist es deren Job. Weil die Komplexität dieser Aufgabe zumal beängstigend sein kann, haben die Business Epic Owner sofort begonnen, über den Scope der Anforderungen zu verhandeln und die Definition von Minimal Marketable Products, also der kleinsten Lösung, die am Markt Bestand hat, begonnen. Auch etwas, was aus agiler Perspektive sehr sinnvoll ist, da es Batch Sizes reduziert und einen positiven Einfluss auf die Time to Market hat. Funktioniert es? Naja, laut der Rückmeldung aus dem Controlling überraschend gut. Das alte Muster, nach mehr Budget zu fragen, sobald neue oder geänderte Anforderungen auftauchen, wurde gestoppt. Die Canvas-Elemente verstehen, dass sie ihre Arbeiten zu priorisieren haben. Und in wohl über 90% der Fälle klappt das ganz gut. Es gibt derzeit zwei identifizierte Situationen, in denen Probleme sichtbar wurden. Das sind Feuerwehreinsätze, die sehr rasche Antworten und Verschiebungen zwischen Canvas-Elementen notwendig machen und gravierende Verschiebungen zwischen den Elementen durch Änderungen auf der strategischen Ebene ausgelöst werden. Aber hier brauchen wir wohl noch etwas Übung, das zu implementieren. Kommt ja auch so häufig nicht vor. Ralf, kannst du es mal kurz zusammenfassen? Ja, zusammengefasst ist es tatsächlich schnell. Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass Finance etwas geschafft hat, was wir als agile Coaches lange, lange Jahre vergeblich versucht haben zu etablieren, nämlich stabile, agile Teams. Aus meiner persönlichen Perspektive ist Geld tatsächlich, Geld oder Budget, der beste Treiber oder einer der besten Treiber für diese Veränderung. Mit Lean Portfolio Management erreichen wir weiter ein neues Niveau in unserer Zusammenarbeit. Ist natürlich auch verbunden mit neuen Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, dass bei der Telekom die Fachseiten und die IT in zwei rechtlich unabhängigen Firmen organisiert sind. Wir versuchen momentan beide Seiten around Value zu organisieren und über genau gemeinsame Value Streams oder Customer Journeys vor Kunde zusammenzubringen. Unsere Erfahrung hierbei ist, dass die Canvases ein flexibleres Modell benötigen, um ihren Personalbedarf anzupassen. Dafür hat HR eine tolle Idee, kann man in diesem Slide sehen. Auf der linken Seite seht ihr ein Canvas-Element und auf der rechten Seite seht ihr unseren neuen Chapter-Ansatz. Ganz neu ist er nicht, aber für uns ist er neu. Diese Chapter sind skill-basiert. Das heißt zum Beispiel, dass alle Architekten, alle Scrum-Master, alle SAP-Entwickler in einer Organisationseinheit, dem Chapter, versammelt sind. Die Chapter umfassen zwischen 100 und 800 Personen und sind nochmal unterteilt in sogenannte People Units, die nach Standort aufgeteilt sind. Die Chapter agieren als interne Personal-Service-Agentur für die Canvas-Elemente und die ARCs, sodass die Einheiten vereinfacht Personal aufnehmen und wieder abgeben können, ohne dass organisatorische Umsetzungen erfolgen müssen. Durch die Trennung der fachlichen und der disziplinarischen Führung erreichen wir eine größere Unabhängigkeit, zum Beispiel für unsere SPCs. Insbesondere, wenn man als SPC in seinem alten Umfeld aber in einer neuen Rolle agiert, ist diese neue Unabhängigkeit ein großer Vorteil. Zum Abschluss unserer Präsentation wollen wir noch mal kurz auf unsere augenblicklichen Herausforderungen gucken. Natürlich müssen wir, wie alle anderen im Augenblick auch, die Auswirkungen des Coronavirus verdauen. Die Scaled Agile war sehr schnell, damit Hilfen für die Durchführung von Remote-Trainings bereitzustellen. Das war gut. Heute haben wir jedoch häufig uns zur Nutzung von Miro-Boards entschieden in solchen Trainings. Auch wenn viele Mitarbeiterinnen
Face-to-Face-Meetings und Trainings vorziehen, werden wir sicherlich unsere Fähigkeiten, remote zu liefern, ausbauen. Für bestimmte Gelegenheiten und vor allen Dingen auch für besondere Personengruppen, etwa für Teilzeitkräfte, für die es oft schwierig ist zu reisen. Es ist sicherlich keine Überraschung, dass unsere RTEs und andere Rollen damit zu kämpfen haben, virtuelle PIPs und INA-Sessions konsistent abzuliefern. Aber wir glauben, dass das gut investiertes Geld ist, da dies keine temporäre Erscheinung sein wird. Denn virtuelle PIPs werden uns auch nach Corona weiter begleiten. Das ist auch eine Kostenfrage, denn ein Face-to-Face-PIP für einen Art mit rund 150 Personen kostet gut und gerne zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Wir müssen unsere Arts in Zukunft auch stärker noch an dem Ziel ausrichten, eine lernende Organisation zu schaffen. Die Grundbausteine sind mittlerweile verstanden, doch wir müssen noch besser werden, wie wir unsere Erkenntnisse zum Beispiel aus den Inspect and Adapt Sessions umsetzen. Ein zentraler Punkt dabei ist es die Zurückhaltung, um nicht zu sagen den Widerstand, den die Menschen gegenüber jeglicher Form von Metriken in unserer Firma haben, aufzulösen. Wir müssen Vertrauen schaffen, dass die Erhebung von aussagekräftigen, agilen Metriken nicht das gleiche ist wie das KPI-Pushing der alten Schule. Wenn jemand in dem Gebiet gute Ideen oder Erfahrungen hat, dann würden wir gerne von euch hören. Von unserer Seite jetzt herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir erwarten eure Fragen. Stay safe, bleibt gesund. Bis gleich. Okay, das war jetzt die Konserve. Das war die Konserve. Jetzt freuen wir uns auf Ralf und Volkert. Und zwar, es sind ja doch einige Fragen reingekommen. Wir haben da auch schon drüber geredet. Mit welcher fangen wir an? Wir fangen einfach mal in chronologischer Reihenfolge an. Ganz oben die erste Frage kam von Martin. Wie viele Value Streams habt ihr für euch denn identifiziert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ihr könnt euch vorstellen, eine Firma, die so groß ist wie die Telekom und so viele unterschiedliche Produktlinien hat, dass da sehr, sehr viele Value Streams im Grunde genommen zustande kommen, zumal unsere Ketten, also die Kette von Kunde bis hin zu Cash sehr, sehr lang sein kann. Und dann werden die Value Stream oder die Arts, die daraus resultieren, die werden sehr, sehr groß im Zweifelsfall. Und von daher mussten wir diese ganzen Value Streams dann sehr, sehr genau analysieren und auch nochmal kleiner schneiden, weil sonst werden die Arts einfach gehen über die optimale Größe halt irgendwie hinaus und über die effizienteste Größe hinaus. Ja. Es hat Versuche gegeben, das zu tun, also mit Arts, die teilweise 400 Leute hatten, aber das hat nicht gut funktioniert. Ja, also einfach zu viel Kommunikations-Overhead mussten wir wieder reduzieren. Und rein Interesse halber, hast du eine grobe Zahl? Wir versuchen das im Augenblick zu sammeln, ja, irgendwie und zu einem großen Bild zusammen zu schrauben. Also wir gehen davon aus, dass mal mindestens jeder Arts, und wir haben im Augenblick so an die 80, einen eigenen Value Stream hat. Ganz definitiv. Da achten wir sehr drauf. Ja. Also wir haben mindestens 80 Value Streams soweit identifizieren können. Wow. Die nächste Frage dreht sich um Zombies. Also ich kenne ja Zombie-Stories. Das sind solche Stories, die immer wieder gerne im Sprint-Planning auftauchen und dann, ja, diesmal kriegen wir sie fertig und dann taucht sie wieder auf. Ihr habt mit Zombie-Arts was zu tun gehabt. Und da dreht sich die Frage darum, ist es euch gelungen, diese Zombie-Arts wieder auf den rechten Weg zurückzuführen? Und wie habt ihr das hinbekommen? Also als erstes waren wir mal froh, dass wir feststellen konnten, dass wir solche Zombies haben. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Du hast hier 19 Arts parallel gegründet und jetzt in jeden von diesen Arts reinzugucken, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele SPCs, war eine Herausforderung. Wir haben dann relativ schnell gelernt, dass wir uns auf die nächste Charge sozusagen konzentrieren und haben diese 10 Minimalkriterien entwickelt, wo wir vorher abklopfen. Ne? Haben die Arts alles, um sich zu gründen? Wie so eine Definition of Ready für Arts. Und bei der Gelegenheit haben wir uns dann auch rückwirkend nochmal um die Arts gekümmert, die dann solche Missstände hatten, also die quasi diese Zombies waren. Also was teilweise passiert ist, wenn ein Art diesen 10 Minimalkriterien nicht genügen kann, dann muss er zurück auf los und muss diese relevanten Punkte nacharbeiten.
Das findet auch Akzeptanz. Also das ist, wird bei uns von der obersten Geschäftsleitung abgesegnet. Also wenn ein Art da nicht diesen 10 Minimalkriterien, bekommt er das Approval nicht. Und dann kann er nicht weiter. Geschäftsleitung ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger für die nächste Frage von Johanna. Wie haben bei euch die Führungskräfte auf die Transformation reagiert und welche Rolle leben sie jetzt? Also da war, glaube ich, eine große Veränderung im Spiel bei allen Beteiligten. Wir haben ja über das Chapter gesprochen, über die Chapter-Organisation. Das bedeutet, dass wir diese Trennung haben zwischen disziplinarischer Führung und fachlicher Führung. Haben die Kollegen, also wir werden das jetzt im April zu Ende führen. Wir haben das mit Prototypen jetzt im letzten Jahr begonnen und im April gab es gerade vor kurzem die Kommunikation, dass das jetzt live geht für immerhin 21 verschiedene Chapter. Und ja, die Führungskräfte werden sich dann entscheiden müssen. Am Ende muss es ja irgendwie weitergehen und sie machen das auch. Einige sind damit sehr glücklich. Vielleicht bei anderen muss man nochmal sehen, wie sich es entwickelt. Ja, also ein Teil der Kollegen hat sich auch entschieden, wieder in tatsächlich inhaltliche Arbeit, in fachliche Führungsrollen zu gehen. Und ein anderer Teil der Führungskräfte ist halt eben in dieser disziplinarischen Rolle verblieben oder möchte sich da weiterentwickeln. Ja. Ganz klar. Es gibt dann so eine grundsätzliche Frage von Jean-Charles Estienon. Was war bei euch wichtiger, Speed oder Synergie, beziehungsweise warum hatte nicht jeder Art zum Beispiel ein eigenes Billing oder ein echtes End-to-End? Weil der Kunde das nicht will. Also wir haben ja Daten auch aus dem Marketing irgendwie, die in solchen Entscheidungen mit eingeflossen sind. Und beispielsweise für Telekom-Kunden, die mögen nicht 4 oder 5 Rechnungen für jedes Teilprodukt haben, was sie von uns erhalten, sondern im Grunde genommen möchten sie eine Rechnung haben, die dann auch über irgendein bequemes Zahlverfahren wie beispielsweise Lastschrift oder sowas ähnliches ausgeglichen werden kann. Sonst hat man auch zu viel Papier im Zweifelsfall zu Hause, zu viele Rechnungen. Also von daher, und zum anderen, ja, wir haben ja eine Bestandsarchitektur auch. Und sagen wir mal, das jetzt zum Beispiel Billing in so viele Einzelprodukte zu zerlegen, das wäre extrem aufwendig, langfristig teuer und wahrscheinlich am Ende nicht effektiv. Ja. Jean-Charles hat gleichzeitig auch direkt noch eine Verständnisfrage gestellt. Ist Canvas ähnlich einem Produkt? Teilweise. Also es gibt Canvas-Elemente, Portfolios, die einen Produktkern, würde ich es jetzt mal bezeichnen, bauen. Das kann sowas sein wie Festnetztelefonie. Es kann sowas sein wie Mobiltelefonie. Ja? Das sind Produkte. Ja, die Telekom aktiv am Markt vertreibt. Es gibt aber auch zwei weitere Kategorien. Die eine sind halt eben solche Shared Services, sage ich jetzt mal. Ja? Also Shared zwischen den Produkten. Das TV-Produkt teilt sich mit dem Mobile Access bzw. dem Festnetz eine Rechnung. Ja? Die haben beide eine Rechnungsposition darauf. Das sind solche Shared Capabilities. Und dann haben wir, weil wir ja der interne Service Provider der Deutschen Telekom insgesamt sind, auch noch so Dinge zu tun, wie Arbeitsplätze bereitzustellen. Das sind quasi Dinge, von denen der Endkunde überhaupt nie was sieht. Ja? Beispielsweise, dass ich einen Laptop habe, ja? Auf dem bestimmte Software und Sicherheitsbestimmungen drauf realisiert und abgebildet sind. Und das ist halt eben, das sind eine dritte Kategorie, interne IT-Services etc. Okay. Und die sind bei uns auch als Arzt organisiert. Sorry. Bevor Felix die nächste Frage stellt, ich denke, das sollte dann wahrscheinlich auch die letzte sein mit so einem kleinen Blick auf die Uhr. Wenn wir ein Minütchen überziehen, wird nicht das Problem sein. Aber ihr beiden seid auch weiterhin auf der Veranstaltung. Man kann euch fragen, wenn ihr eben über Direct Messages geht, könnt ihr, also ihr da draußen, könnt ihr Volkert und Ralf auch persönlich ansprechen und sie werden... Wann, das wolltet ihr vielleicht noch sagen, nochmal eine Session auch anbieten, wo man dann halt eben konkret über die Themen sprechen kann? Das machen wir jetzt gleich. Also ne, sobald wir hier fertig sind, gehen wir in den Session-Bereich und machen eine neue Session auf. Und wenn sie morgen nicht mehr da sein sollte, dann machen wir das morgen auch nochmal auf.
Und da könnt ihr ja alle reinkommen. Die nächste Frage zum Beispiel, da geht es ja um CapEx-OPEX-Shift und die wäre jetzt auch nicht in einer Minute zu beantworten. Die würde ich dann gerne in diesen Bereich verlegen. Dann würde ich mit der finalen Frage schließen und zwar, was ist der Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche agile Transformation aus eurer Sicht? Wow. Also da kommt ganz viel zusammen, denke ich. Ein Punkt, der mir in letzter Zeit irgendwie extrem aufgefallen ist, ist der Effekt, den dieses Lean Portfolio Management aus dem SAFe auf das agile Verhalten einer Vielzahl von Leuten hat. Irgendwie einfach, weil dieses ganze Art der Finanzierung sich geändert hat, verändern die Leute ihr Verhalten. Und sollte man gar nicht glauben, aber wir haben uns wir haben so lange gecoacht und erzählt, dass wir stabile Teams brauchen und das war auch alles anerkannt und den Leuten bewusst und trotzdem haben sie es nicht hingekriegt. Seitdem wir dieses Portfolio Management eingeführt haben, geht's. Von heute auf morgen. Ist ja irgendwie so, wie was der Luke gesagt hat oder was der Luke mit Tilliden verfolgt, irgendwie teach the power of money and budget. Ja. Und das hat dann plötzlich einen Impact, ne? Auch interessant. Ja, war wie mit dem Zauberstab berührt, ja. Plötzlich, zack, fangen die Leute an, sich anders zu verhindern. Genau, da werdet ihr dann in eurem Austausch gerne auch nochmal mehr erzählen, intensiv drauf eingehen. Wir bedanken uns bei euch für den Einblick, den ihr gegeben habt. Und ich denke, da wird noch ein spannender weiterer Austausch in eurer Session heute und morgen dann stattfinden. Mhm. Danke, Ralf. Danke, Volkhard. Vielen Dank, ihr beiden. Macht's gut. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao.